Wir haben am letzten Stream aufgehört. Am Freitag haben wir das letzte Mal hier gespielt. Jetzt geht's hier gleich weiter. Ein Brett müssen wir hier noch finden, damit es nicht vom Sniper erwischt werden. Hier sind wir am letzten Stream am Freitag schon hingeraten. Da ist noch ein Brett. Da könnte man hinkommen. Im letzten Stream haben wir die Sumpfwälder abgeschlossen und sind jetzt hier im Kriegsgebiet aufgetaucht und haben auch schon eine Kanone mit dabei, aber haben eine neue Waffe freigeschaltet, aber die habe ich jetzt erstmal zurückgelegt, weil ich lieber hier mit dem sprechenden Schwert kämpfe. Die Shotgun war mir dann doch ein bisschen zu unhandlich. Jetzt müssen wir hier noch Bretter sammeln. Das ist jetzt hier die große Mission. Da oben sehe ich noch eins. Vielleicht können wir den Sniper mal irgendwie mit der Kanone ausschalten. Mal schauen, wie wir da jetzt rüberkommen. Ach ja, zu früh. Müssen wir jetzt erstmal hier einen kleinen Jump-and-Run-Parcours machen. Da ist der Sniper. Sehr gut. Da ist ein Krähenschnabel. Den darf ich nachher nicht vergessen. Ach komm, wir waren schon oben. Krähenschnabel. So. Irgendwie müssen wir darüber kommen. Hier irgendwie hoch, oder vielleicht ist das auch eine bessere Lösung, wenn wir über hier hier mal nicht stehen bleiben. Aber wie wollen wir von dem Dach darüber kommen? Das ist jetzt ein bisschen, stellt sich mir die Frage, wie wir das schaffen wollen. Eine Kiste herschleifen kann man nicht. Ja gut, eventuell von dem Baum aus hier. Da können wir auch mal noch mal rüber. Das wäre auch eine Möglichkeit. Von hier oben. Hier haben wir schon den ersten. Ich fürchte, das ist zu weit. Na gut. Aber hier können wir abkürzen. Ein kleines bisschen. So. Ja, gestern am Mittwoch konnte ich leider nicht streamen. Da hatte ich Internetausfall. Internetstörung bei mir. Deshalb habe ich es jetzt heute nachgeholt. Heute das Stream nachholen. Also habe ich nicht. Ich habe gerade erst angefangen. Habe es die falsche Form. Ach verdammt. Ein bisschen besser springen hier. Ein bisschen knapper abspringen. Okay, jetzt müssen wir noch eine Runde warten. Immer kurz vor knapp abspringen, dann reichen wir hin. Sehr gut. Zieh nochmal rüber. Wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Da jetzt rüber. Knappe Sache, aber wir haben es geschafft. Sehr gut, das sollte reichen, Jack. Kehren wir zur Eule zurück. Okay, wo waren die? Wo war die Eule? Zurück zur Eule. Wir haben Bretter. Wir sollten irgendwas reparieren. Das war die Aufgabe. Unvorstellbar, dass all das Holz sonst einfach so verrottet wäre. Zitze. Angriff. Nicht Arg, sondern Angriff. Ah, okay, jetzt haben wir so einen Turm aufgebaut. Das ist unsere Chance. Jack, stürmen wir die Festung. Jetzt kommen wir über den Belagerungsturm. Belagerungsturm. Das ist ein türkischer Belagerungsturm. Neuer Speicherpunkt. Aha.
Ein türkischer Belagerungsturm. Belagerungsturm. Ah, okay, da sind wir jetzt rübergekommen oder was? Alles klar. Ich will mal trinken. Das soll mir recht sein. Okay, jetzt haben wir ja schon die ersten Gegner. Die wir bestimmt auch mit der Kanone ausschalten können. Kanone. Ja. Ich finde die Waffe nicht so riesig. Eindringlinger, nimm das. Du gammeliges Kürbisgewächs. Wir probieren es jetzt mal mit der Knarre. Ich halte die nicht für so gut. Ach, jetzt können wir hier vielleicht mal die Kanone ausschalten. Ist scheinbar auch nur eine Nahkampfwaffe. Weil von der Entfernung treffen wir nichts. Ist ja blöd, eine Kanone, die nur von 2 Metern, nur von 1 Meter hier direkt von wie ein Schwert funktioniert. Naja, da können wir es auch bleiben lassen. Das nehme ich, glaube ich, nicht mal mit meinem Schwert. Auch wenn die Waffe vielleicht stärker ist. Das wird mir auf Dauer dann doch zu blöd. So, Waffe wechseln. Das Schwert hier. Ich kämpfe hier lieber mit dem sprechenden Schwert. Das ist die Idee. So, Krienschnabel eingefangen. Und jetzt springt das Tor. Oh, das Teil geht gleich in die Luft. Lauf, weg. Lauf. Jo. Krienschnabel haben wir schon. Dann geht's hier weiter. Sniper. Am besten ausweichen. Das wäre keine schlechte Idee. Sniper. Hätten wir auch mit der Kehle besiegen können. Machen wir jetzt händisch. So, zack. Direkt. Sniper von der Nähe ausschalten. Ja. Scharfschützen sind halt kein Nahkämpfer. Scharfschützen sind kein Nahkämpfer. So sieht's aus. Hier noch ein Krähenschnabel. Ich sehe keinen. Übersehe ich bestimmt. Wir haben schon den nächsten Sniper. Tja. Na komm. Attacke. So, hier geht's rüber. Nächsten Schwerkämpfer. Okay. Können wir die Dinger hier kaputt machen? Ne, können wir nicht. Die können uns kaputt machen. Okay. Was? Ich bin in Jack drin. So, die Geschütze alle machen. Damit die keine Waffen mehr zum Angreifen haben. Schon alle Katapulte kaputt machen. Das kann ich scheinbar nicht zerstören. Schade. Der Speicherpunkt. Und einmal trinken. Das Spiel wird gespeichert. Oha. Neue Landschaften. Sehe da einen großen bösen Kerl an einem großen bösen Gerät. Aha, na dann. Den werden wir uns annehmen. Okay, wir werden angegriffen, während wir hier schieben. Verstehe. Es könnte ein bisschen schwieriger werden. Lass mich in Ruhe hier. Ich will doch noch hier ein paar Munitionsgeschichten schieben. Ich
sterbe hier gleich noch. Oha. Brandgefährlich. Dann die auch noch hier. Brauch ein bisschen Energie hier. Es wird gleich knapp hier. Na toll. Na, funktioniert der Stream noch? Mein Laptop wollte mir gerade nicht mehr anzeigen. Ist er noch da? Müssen wir hier von vorne starten. Immer schön den Angriffen ausweichen und die Lore weiter schieben. Na komm. Ich hoffe, das Stream läuft noch. Ich kann gerade nicht so wirklich drauf gucken. Ist noch nicht abgebrochen, der Stream. Bis jetzt noch kein großartiger Schaden. Kein nennenswerter Schaden. Die blöden Leute, die da zwischendurch kommen. Unfairer Kampf. Na komm. Jetzt kriegen wir das doch nie zu Ende. Ja, der Stream scheint noch zu laufen. Ach Mensch. Ist auch heute echt. Sekunde, ich muss mal hier. Ich habe jetzt hier gerade den Stream selbst abgebrochen. Nicht den Stream abgebrochen, aber ich habe hier das Zuschauen abgebrochen. Ich kotze hier im Strahl. Wo ist denn mein Stream? Ich kann mir gerade selbst nicht mehr zuschauen. Leute, ist gerade ungünstig. Den Kanal wechseln. So, dann bin ich hier nochmal mein Zuschauer. Guck ich jetzt auf dem anderen Kanal zu. So. Müsste noch laufen, der Stream. Ich hatte gerade ein paar Probleme, auf dem Laptop das nachzuverfolgen. Aber sieht alles gut aus. Jetzt müssen wir hier nur noch überleben. Den Kollegen in die Luft sprengen. Um mir selbst dabei drauf zu gehen. Der wird sich natürlich wehren hier. Na komm. Rein damit. Ab dafür. Ich verschwinde. Tja. Besiegt. Und hier haben wir ein Schädelsymbol. Da müssen wir gleich wieder mit dem Schädel rein. Ich schaue mich hier noch nach Krähenschnäbeln um. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Hier noch irgendwo Krähenschnäbel. Die wir natürlich gerne mitnehmen. Da ist einer. Da ist ein Krähenschnäbel. 4 von 20, naja, das ist noch nicht so gut. Da oben auf dem Turm vielleicht noch. Hier unten sehe ich gerade keinen mehr. Ist noch einer. Hätte ich fast vergessen. So, sehr gut. Dann wollen wir vielleicht mal. Wollen wir mal. Ach du Schande. Springe und greife an, um nach vorne zu schnellen, Jack. Das sieht ja lustig aus hier. Und was wird hier von mir verlangt? Ist alle gleichzeitig ausschalten oder was?
Licht ausmache. Nach vorne schnellen. Ja. Lustig. Na, das krieg ich noch nicht so gut gebacken. Okay, was sollen wir hier? Was lösen wir hier aus, wenn wir es geschafft haben? Ich muss wahrscheinlich alle gleichzeitig, muss wahrscheinlich schaffen, dass alle aus sind. Das ist keiner mehr anders. So schnell ist meine Reaktionszeit hier noch nicht. Wir müssen uns ein Weilchen mit beschäftigen. So, das Ding müssen wir nach oben katapultieren oder was? Ist die Glocke klingelt. Hau den Lukas. Jetzt ist es natürlich wieder unten. Na komm. Ich verstehe. Aber ich schaff's nicht. Na komm. Dann dürfen wir jetzt hier keine Pausen machen. Nein. Jetzt. Jetzt müssen wir hier was treffen. Nicht aufhören. Na, da habe ich mich ein bisschen blöd angestellt. Wake Emma War. Errungenschaft freigeschaltet. Lustig. Jetzt hier nochmal hoch. Nochmal sterben. 175 Tode. Jetzt haben wir hier bestimmt noch. Ne, da müssen wir jetzt hoch. Ich würde sagen, hier gibt es bestimmt noch einen Krähenschnabel. Vielleicht können wir da nochmal rüber. Sieht knapp aus. Ich weiß nicht, ob wir es darüber schaffen. Okay, hier schaffen wir es rüber. Dann gibt es hier auch was für uns. Verdammt. Die Armeemusik klingt interessant. Es ist so eine Art der Kriegsarmee-Musik. Soldaten voran. Ja, das braucht ein bisschen Sprungübung. Ein paar Jump-and-Run-Skills. Da bin ich am Dach abgesprungen. Jo. 176 Tode. Ach, hier gibt es jetzt einen Savepoint. Sehr gut. So, nun. Hier gibt es noch einen Krähenschnabel, den können wir uns holen. Na, sehr toll. Sehr, sehr toll. Müssen wir natürlich durchspringen. Na komm, das kriegen wir doch hin. Sehr gut, 26. Und Taps. Und Hops, sagte er. So, na komm. Und hier. Knappe Sache. Immer wieder knappe Sache. So, Speicherpunkt. Einmal trinken.
Ja, wir haben immer noch volle Energie, aber warum nicht? Ein bisschen Zaubertank kann nicht schaden. Schön Licht und Katapulte kaputt machen. Drehtür. Ziel gerade. Oh, hier haben wir jemanden, mit dem wir reden können. Meine Güte, ist das zu glauben? Wir müssen hier am Tor Wache schieben, während Jerry die Bilde bedienen. Die Bilde bedienen darf. Da hast du recht, Jerry kommt immer die besten, bekommt immer die besten Aufgaben zugeschustert. Aber hey, wenigstens kommt hier nie wer vorbei. Das ist der einfachste Job aller Zeiten. Jetzt ein Monster, ein echtes Monster. Wir werden angegriffen und wir werden angegriffen. Das nennt man wohl Ironie des Schicksals. Wo steckt Jerry, wenn man ihn braucht? Jerry! Okay, hier müssen wir schieben. 3, 2, 1. Aha, oha, verstehe. WASD-Steuerung und schieben. Ach so, so funktioniert das. Ach du Scheiße. Wettrennen. Oh Kacke, ich krieg das noch nicht so gut hin. 3-7-Fahrt. Na, das ist ein bisschen Anstrengung jetzt hier. Da kommt ein bisschen. Das muss jetzt passieren. Hey Carpi, willkommen im Stream. Carpi meldet sich im Chat. 3, 2, 1. Jetzt muss ich jetzt hier ein bisschen mit dem Daumen steuern und wie hast du die dann noch betätigen dazu? Eigentlich nur D und A. Und W machen wir ja schon mit der, mit dem Schieben. Na komm. So wird das nie was. Die Maus brauchen wir ja gerade eh nicht. Also hier mal. Ja, so geht das leichter. In der Taste mit der rechten Hand. So geht das eleganter. Oha. Ja, die können wir jetzt mit der Maustaste ausschalten, aber was soll's. Wir schalten die auf andere Weise aus. Na komm, die wird das Rennen überstehen. Na komm! Oh, verloren. Oh nein, sie waren schneller, Jack. Wir sind ausgesperrt. Wir müssen das Rennen auch noch gewinnen. Na, so ein Mist. Danke für den Like. Danke für das Däumchen nach oben. KP. Na komm, wenn ich jetzt ein bisschen schneller fahre, kriegen wir das bestimmt hin. Und dann müssen wir die ausschalten, damit die nicht ins Ziel kommen vor uns. Das wäre blöd. Und dann können wir die überholen. Ich glaube, da besteht wenig Chance für zu überholen. Die sind zu schnell für uns. Na, jetzt sind wir noch vorne. Verdammt, die überholt. Ich glaube, wir müssen die besiegen. Mit der Maustaste. Sonst kommen wir hier nicht runter. Ja. Muss sie, glaube ich, angreifen. Dann gehen sie nach hinten und nach vorne. Ja, und du musst hier. Es wird jetzt anstrengend hier. Ah, verdammt, und dann gleichzeitig fahren hier und steuern. Die Steuerung kriege ich nicht gebacken. Die wird schwierig. Ach. Dann kann ich hier nicht steuern. Dann bin ich blöd im Steuern. Die Maus ist zu weit weg, dass ich mit der rechten Hand steuern könnte.
Concentration. Die verdammte Maustaste nicht gedrückt. Die Leertaste meine ich. Konzentrieren wir uns erstmal aufs Fahren und dann ab und zu mal rechte Maustaste. So viel Skill habe ich noch nicht. Wenn es gerade läuft, kann ich hier doch. Ach, dumm gelaufen hier. So viel Tastatur. Skill habe ich noch nicht. So viel Tastatur. Agilität. Ich würde sagen, erstmal fahren. Und wenn es geht, können wir hier wechseln. Ach Dreck. So klappt das niemals. Ich habe leider keine dritte Hand, die mir jetzt hier die Maus drücken kann. Dann bleibe ich hier kurz stehen und dann. Ich weiß ja nicht, ob das klappen kann. Meine Tastatur ist auch nicht so leicht zu bedienen mit einer Hand. Okay, jetzt sind wir gerade vorne. Jetzt nicht mehr. Puh. Komm jetzt. Jetzt. Verdammt. Hätte fast schaffen. Ja, hätte ich fast schaffen können. Na komm. Wenn wir gerade fahren, dann können wir hier. Ah, es ist hier. Ganz schlimm das Steuern. Wir müssen dann noch nur durch die durchfahren, damit die ausgeschaltet sind. Und jetzt hier Fingerverrenkung des Todes. So schaffen wir es nie ins Ziel. Schieben. Das wird doch wieder nichts. Das wird nichts. Ich meine, dass das. Das ist manchmal nicht gut genug. Ihr hört ja meine Anstrengung. Förmlich. Oh, meine Fresse. Da müsste man die Taste drücken können. Darf bis Montag nicht in die Schule, hat mein Arzt gesagt, nur weil ich Husten habe. Ich habe keinen Bock auf Langeweile, deswegen gucke ich deine Videos. Das ist sehr gut. Wer Langeweile hat. Ich habe drei Video-Uploads am Tag. Viel Content auf meinem Kanal zu gucken. Wenn man in der Quarantäne ist. Was heißt, du darfst nicht in die Schule? Einige würden sich drüber freuen. Andere Leute freuen sich drüber, wenn sie nicht dürfen. Nicht müssen. Oh, ich hasse das. Concentration sieht doch mittlerweile halbwegs gut aus. Nur die Schiebtaste kriege ich nicht gedrückt. Und jetzt bin ich hier nochmal gestorben. Also steuern, also beides geht nicht. Steuern kriege ich ganz gut hin mittlerweile, aber das gleichzeitige Schießen, das könnte dann schwierig werden. Ach, heilige Scheiße.
Zum Glück gibt es jetzt hier keine Facecam. Genau deswegen spiele ich ohne Facecam. Ich ziehe eine Fratze, das glaubt ihr nicht, das glaubt ihr kaum. Ich spiel mit dem Gesicht. Ja, manchmal steuere ich die Tastatur auch mit dem Gesicht. So kann man fast meinen. Mit der Mimik beim Spielen hier. Die kannst du keinen zeigen. Verdammt! Der darf nicht reinkommen. Hier, verdammt!